Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bandhelsing. So, wir waren hier bei dieser Leiche. Das ist gewesen, da plötzlich, nachdem wir einen Mondstein aufgehoben haben, ein, ja, Eisgeist rauskam, der uns angreifen und vernichten wollte. Egal. Wir gehen dann noch weiter und kloppen uns weiter mit ein paar Wölfen. Also, diesen weißen Wolf da. So, damit ich auch schon mal mit ankündigen kann, wenn ihr diese Folge sehen solltet, werde ich in dieser Woche höchstwahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung, muss schauen, das weiß ich alles noch nicht so ganz genau, wahrscheinlich für die kommende Woche dann nichts aufnehmen können, da ich dann einen neuen Rechner habe und da muss erstmal alles wieder neu installiert werden und alles neu eingestellt werden. Dementsprechend, denke ich mal, werde ich nur das... Haut ab. Wer ist so gemein und schießt da dauernd? Du, also... So, ja, muss ich alles wieder erst neu installieren, neu einstellen wieder und das braucht halt dann auch seine Zeit und deswegen wird da erstmal auch nichts kommen. Das Einzige, was kommen wird, hoffentlich werden von einem anderen Projekt hochgeladen werden, diese leere Zeit dann auch ein bisschen ausfüllen werden. Gulaschtopf. Okay. Ein Gulaschtopf, den wir anklicken können. Ich mach die Gegend erstmal frei. Ich trau die Ruhe nicht. Ja, es wird halt seine Zeit brauchen und da ist halt dieser eine Projekt da schon genug hochgeladen, um das dann eine komplette Woche etwas halt zu veröffentlichen. Dementsprechend, ja, wie gesagt, braucht ihr jetzt nicht zu erwarten, dass da neue Folgen kommen oder so. Da wird erstmal nichts kommen. Erst danach, auf jeden Fall, werde ich dann bis dahin alles richtig eingestellt haben. Hoffentlich. Ich möchte schon. So, wir haben jetzt erstmal frei gemacht. Jetzt können wir den nächsten Gulaschtopf mal anklicken. Mal gucken, was da passiert. That stew smells good. It must be the famous Hungarian goulash. The Hungarian goulash is a soup. Although it looks like a stew. How could I live in this constant state of ignorance? Nichts jetzt spezielles Event oder so? Das war jetzt lustig. Oh. Gigantische Götze. Oh nein. Oh nein. Look, a familiar face. Yes, I know you. You're the merchant I had to save earlier in Croakwood. What's with you this time? Do you know how hard it is to leave this horrible country? You really should give me a discount. Of course, which is just great since the prices have climbed really high since then. But this way you don't have to pay more. Although first you should set me free, you know. I'll go and talk to the spirit walkers. Okay. Oh, I see you saying. With the public roads in Borgovia, I can hardly find a functioning bridge around here. Drop, drop. Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir müssen kämpfen. What are you doing here? You are disturbing our ritual. Which was exactly my intention. You're holding someone captive, and I want you to set him free before these preparations turn into a ritual. That man disturbed the slumber of the spirit of the deep. If that dark spirit crawls into the light, it won't go back until it's tasted human blood. We captured this man to calm the spirit with a sacrifice. Is there any other way to save this man? Of course there is. We can
sacrifice you, for example. Or you know I could hunt down this evil spirit. But that's just an idea. You shall find the spirit in an ancient well in the black heart of a cursed village. But you must hurry. We can't delay the sacrifice much longer. I think that these men are ready to spill blood. Wir sollen uns beeilen. Wo soll das bitte schon sein? Okay, irgendwo da hinten. Ist da doch ein Weg? Ich dachte, da gäbe es keinen Weg, das wäre nur so eine kleine Ecke. Ach ja. Oh Gott. Ganz gemein. Ganz gemein. Nö. Stirb. Jedoch. Ah, hier können wir also durch. Und hier ist auch ein Teleporter. Noch besser. Dann können wir dann auch mal zurückgehen und mal ein paar Missionen erledigen. Also ihre Aufträge und so. Die ja nebenbei ja auftauchen. Oh, wie viele dieser weißen Würfel gibt's denn noch hier? Meine Güte. Das ist schlecht, das ist schlecht. Boah, noch gerade so rausgekommen. Boah, hab ich gerade selbst in die Falle gelaufen. Junge, Junge, Junge. Hallo Geist? Ich hab so ein ungutes Gefühl. Oh, die sind mit Echsen. Oh nein. Oh nein, 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 nicht gut. Und wie viele weiße Wölfe sind denn hier? Okay. Meine Güte, ha, ja, 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 ja. So, ach so, ach hier, haben sie einen Mann gehangen. Okay. Gar nicht gesehen im ersten Hinblick. Oh Gott, oh. Ein weißer Wolfmeister, sind sogar mehrere. What? Was? Oh ja, sie können teleportieren, verdammt. Ja, nicht hinter mir teleportieren, das ist gemein. Gemein. Ich hab gesagt, das ist mal gemein. Hört auf mich zu verfolgen. Ansehen verbessert. Yeah. So. Damit ich das mal erledigt. Können einen neuen ansehen. Das sind aber viele, die wir aneignen können. Junge, 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 ja. Da muss ich erstmal in Ruhe durchgehen. Vielleicht gibt's ja Arkane Halsabwand. Das haben wir ja, glaube ich, schon auf dem höchsten Niveau. Zornmagie, Meister, 5 Fähigkeitspunkte. Hmm.
Es ist, naja. Und warte mal, 50% mehr Mana? Wenn der Zorn maximal ist? Ich habe eher nur für richtige Magier gedacht, wenn wir jetzt auf Magie uns spezialisiert hätten. Nehmen wir Ausweichen hier. So. So. Geh mal hier weiter runter. Schade, nicht alle gekriegt. Was ist das für ein Schwarzer? Der Mitternacht. Ach hier, die Mitternachtswölfe da. Okay. Oh, ja, 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 hab ich einen Kreis. Lalalala. So. Alles mal einsammeln. Oh, ich hab das so ungutes Gefühl. Oh. Geistersoldat, wer da war. I haven't seen this many ghosts in one place since the Great Borgovian Hauntfest. What happened here? The Spirit Walker Elders put a curse on us. The curse killed us first, then trapped us here, in the desolate void between two worlds, where we suffer and rage and... Yes, yes. Been there, done that. But why did he curse you? We were all sinners, murderers and outlaws. And then one of us stole a sacred relic from the Spirit Walkers. And we paid for it dearly. If there's one thing I've learned during these adventures, it's that curses can be broken. No doubt about that. We even know how. We have to give back the bone relic. But the thief escaped with the treasure. We don't know where the curse finished him. It can't be too far away, though. Actually, I've learned two things. Usually there is another option, but the second one is always bad. You are right. We could also be released if the totem of the tribe is destroyed. It contains all their power, including the curse. But it's ancient and mighty, and the whole tribe will protect it. As a ghost, I feel a personal bond with these spirits. We should help them. Ja, wir helfen ihnen, auch wenn sie Mörder und Banditen waren. Wir sollten für diese Relik suchen. Aber erstmal um das andere Problem hier unten. Welfe, könnt ihr mal nicht auf die Eier gehen? So. Einmal auffüllen. Oh, Leichengrube. Ja, ich würde mal sagen, viel Spaß. Look, one of those old runestones is missing from the Ring of the Well. It seems. Playing the detective again. I'm impressed. We must open a detective agency in the future, when you are too old to fight and I'm still clever and beautiful. Anyway, the thief who stole the stone woke up the spirit of the deep. Do you think the merchant did it? It could have been him, or the butler did it. Do you want to ask the man?
Immer die dritte Option. We should search that abandoned campsite at the pathway. Something tells me that we'll find the stone there. Genau. Wir durchsuchen erstmal weiter, bevor wir irgendwen hier abschnitzeln und platt machen. Aber zuvor werden wir erstmal wieder zurückreisen. Genau. Um ein wenig, Missionen zu erledigen und so. Und würde dann auch dort dann die Folge beenden, denke ich mal. Ja, hier wird über den Vampir berichtet. Okay. Einmal links die, sag ich mal, Regierungsseite und rechts die Rebellenseite. Ja. Sieht nicht so gut aus für den Vampir, muss man sagen. Ich hoffe, mit den neuen Rechnern wird dann auch die Ladezeit ein bisschen kürzer. City soon. We must intercept it before it reaches Harker. Sending out the first broadcast to all the brave soldiers of the resistance. For Fort Gova! Ja, Fort Gova, alles klar. Hä? I am Prince Umir. I am the Wrath of the Frozen Dales. I am the Great and Terrible. It is nice to make your acquaintance, Van Helsing. Likewise. I heard that you might consider joining our cause again. Your men made a convincing argument. My hatred towards the clanking scientific abominations knows no limits, and I should let my anger flow freely. I am an expert on the mundane and the occult. And he knows his way around the rebellions. He personally suppressed a lot of peasant uprisings back in the day. That is indeed true. I could be useful for your little resistance. Okay, so, Kommandant Petrov möchte noch was von mir. General Harker won't give up easily. He is still determined to find the underground entrance to the lair. Now he's enlisted the help of the rat people of the Borgovian underworld. And they are on the move in the tunnels. Persönlich. Genau. So, jetzt haben wir den Kommandoposten. Haben einen neuen. So. Okay, komm. Ich würde gerne mal über seine Geschichte. Okay, okkulte Sagen und so, aber egal. Oh, er ist besser geworden. Was war der nochmal? I'm ready, sir. Just shall I take the men to fight science? Okay, gucken wir mal an. Beeindruckter Diplomat. Das. Okay, beeindruckter Champion, legendäre Bogenschütze. Ah, war das der Bogenschütze hier mit Diplomatie? Okay, es ist nicht wirklich so viel eigentlich. Aber ein genialer Verteidiger ist er. Haben wir einen besseren Verteidiger? Ne, das ist der beste Verteidiger, den wir kriegen, also würde ich auch sagen. Ne, verbessern wir auch dahin. Okay.
So, Frankensteins Labor. Unsere Soldaten gruben gerade einen Tunnel, als auf eine versteckte Tür schießen. Sie führt in ein Geheimlabor. Ist eins einen gewissen Dr. Frankenstein gehörte. Okay. es könnte sich als wahre Schatztruhe für Wissenschaftler erweisen, wenn wir jemanden finden, um es zu erkunden. Ferner ist es womöglich ein gefährliches Labyrinth voller tödlichen Fallen. In Angesicht der vorherigen Bewohner sollten wir mit Problemen okkulter Natur rechnen. Von den Maschinen der angewandten sonderbaren Wissenschaft ganz zu schweigen. Okay, da holen wir erstmal die Meinung der Doktoren. Stahl sagt... Okay, bewundert ihn. Okay. Quite impressed with this lane. Under different circumstances, we would be enemies, and it's a compliment. Ich denke mal, wir werden den Igor Stark. Oder? Fallen. Er ist ziemlich gut, aber auch er ist ziemlich gut drin. Und dann gibt es noch die okkulte Gegenstände. Vielleicht Dr. Stahl hinschicken? Na, ich nehme mal zum Dr. Stahl schicken wir dahin. Damit wir hier. Haben so die Rattenfänger. Wir müssen die Tunnel von den. Okay, wir machen jetzt zack, zack, zack. So, okay, also Klopperei. Ich denke mal, da wird fast der erste sogar sein. Ich denke mal, wir werden da auch hier einfach ihn vorschicken, dann macht sie einfach platt und das war's. Kommt doch ausgewählt. In der Mission. Man, jetzt verstehe ich das gerade nicht. Ich wurde ausgewählt. Aktuell verfügbar. Warum kann ich nicht rausschicken? Verstehe ich jetzt gerade nicht so. Warum kann ich mir keine leisten? Ach, Schulen. Ah, hier kann ich einwerben. 9.000, 10.000, 11.000, zack. Haben wir. Gut. Nachschublieferung. Das müssen wir aber auf jeden Fall mal abfangen. Ein Hinterhalt, das müsste es sein. Blicke der Bogenschütze. Hinterhalt, ja, da können wir ihn hinschicken. Mit 15 Mann. Wunderbar, okay. Die Rattenfinger-Mission müssen wir ein andermal machen. Ansonsten. Würde man sagen. Sind wir hier schon mal gut ausgestattet. So, was haben wir hier oben? Ach, hier. Runenfertigung, okay.
werde ich mir mal in Ruhe auch mal angucken. Ein Trophäentisch. Oh, wir haben neue Trophäen. Nee, sieht nicht so was Gutes dabei aus. So. Ach, können wir was verkaufen. Stimmt. I might have something for you. Oder? Ich dächte. Und dann halt nicht. Dann gehen wir halt einlagern. Alles rein damit. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Ich würde mal sagen, hier beenden wir das Video. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.